Moin Leute, Kolas hier. Willkommen zurück zu No Man's Sky Hardcore Permadeath Run. Season 2, Folge 50. Bin jetzt einmal mit meinem Entdecker unterwegs, aka Zitronenrolle, wie ihr ihn genannt habt. Und sammle hier noch kurz ein paar Ressourcen. Dann geht's einmal auf einen Mond, der hier um der Ecke ist. Könnte schon reichen. Gerade mal gucken. Ah, 1, 2, 3. Ja, vorbei. Ich glaube, erstmal machen wir uns einmal gerade kurz einmal ab. Und den Viechers. Beziehungsweise wir können mal gucken, wie viel Damage wir machen, denn mit unserem Phasenschrei. Oh, geht actually sogar. Das ist jetzt nicht das beste Ding, aber geht. So, wo ist der letzte? Na komm. Sehr schön. So, hier war ein Mond. Das war nicht der. Ah, ich glaube, das war das. Genau, ein gemäßigter Mond. Da machen wir uns einmal hin. Und erforschen den einfach mal ein bisschen. Weil das ist eine Sache, die habe ich hier bisher kaum gemacht, ehrlicherweise. Okay. Erstmal hier voll am Ramponieren. Actually ist das ein sehr schöner Mond. Actually ist das ein sehr, sehr schöner Mond. Und mit erforschen meine ich einmal ganz oldschool alle Sachen mal scannen, alle Kreaturen versuchen zu scannen, alle möglichen Pflanzen zu scannen und alle Mineralien. Einfach da mir auf dem Hardcore Permadeath Run ja noch ein paar Erfolge fehlen. Unter anderem so viel wie möglich kategorisieren und halt komplette Planeten halt auch einmal. Deshalb schauen wir einmal, was hier los ist. Und hier ist anscheinend eine ganze Menge an Viehzeug unterwegs. Leider ist der Kopf ein bisschen klein, sonst wäre der actually auch cool als Pet. Ja, darf ich jetzt scannen? Dankeschön. Und gefühlt ist es gerade hier bei mir 3 Millionen Grad warm. Deshalb ist das alles gerade ein bisschen tricky für das hier. Ja. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einige Mineralien, einige Kreaturen. Ein paar mehr Pflanzen. Gucken wir mal, was in den Kisten denn drin ist. Und wenn es hier Wasser gibt, müssen wir auf jeden Fall auch dahin. Oh, Antimaterie nehme ich auch gerne mit. Die habe ich schon alle. Die Pflanzen kann ich nicht scannen. Das Mineral habe ich schon.
Ah. Euch beiden kann ich doch sicher noch scannen. Jawohl. Und da oben haben wir noch einen. Dann sind wir schon mal bei 7 von 9. Da hinten ist noch ein Viech. Oh, wie süß. Ein Oktopus-Maulwurf anscheinend. Es wurde gerade dunkel. Irgendwie hatte ich gerade ein bisschen Sorge, dass mich das irgendwie one-shottet. Keine Ahnung. Ich traue No Man's Sky halt kein Stück mehr, ne? Hier sind teilweise so random Bugs vorhanden. So, 2 von 12 Mineralien erst. 5 Pflanzen fehlen uns auch noch. Ich glaube, ich sollte mal meinen Frachter hier mal reinholen. Die habe ich auch schon beide. Wissenssteine brauche ich auf jeden Fall auch. So, ich hatte mal schon. Deshalb weg mit euch. Ich möchte nicht ausgepeitscht werden, danke schön. Fleischige Wurzeln nehme ich mal mit. Da will ich ja auch nochmal genauer drauf eingehen. Ah, oh, Venusfliegenfalle, sehr gut. Kann ich auch scannen, bringt auch noch mal ein bisschen was. Aber wir bräuchten eher mal ein anderes Areal, ehrlicherweise. Damit wir an die restlichen kommen. Das Gute ist, wenn wir nicht weiter wissen, dann können wir hier drauf gehen. Und dann können wir hier sehen, wie die zu finden sind. Und die sind unterirdisch zu finden, die letzten Kreaturen. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, wo sie hin sollen, wo wir hin müssen. Flora können wir hier auch einmal gucken, aber da sehen wir halt nur die gescannten Mineralien genauso. Also das ist nur bei den Kreaturen. Unterirdisch heißt, wir brauchen eine Höhle und ich glaube, die sehe ich da vorne schon. Und da finden wir eventuell auch noch mal ein paar Sachen mehr zu scannen. Was ist denn das da eigentlich? Ja, Kupfer. Die brauchen wir nicht. Ich glaube, ich hole mal eben ein Exo-Fahrzeug her. Und zwar El Pilger. Müssen wir den noch ausrüsten? Der sieht eigentlich ziemlich ausgerüstet aus, außer die Booster. Habe ich noch einen Booster hier? Antriebsmodule. Antrieb. Antrieb. Ich habe nur Antriebsmodule. Das ist natürlich doof. Meine Antriebsmodule habe ich auf jeden Fall genügend.
Aber trotzdem sind wir ja schon mal ein bisschen flotter damit. Wir bräuchten halt auf jeden Fall eine Höhle. Und da ist doch eine. Hier können wir auch noch ein paar Pflanzen scannen, das ist auch sehr gut. Haben wir dich auch schon? Dich können wir nicht scannen. Okay. Geht nicht so tief in die Höhle, wie ich gehofft hatte. Aber hier haben wir dafür das Mineral, okay. Hätte das erst für eine Pflanze gehalten, ehrlicherweise. Ah, guck mal hin. Hier haben wir jetzt auch noch ein bisschen Mineral. Wir sind unterirdisch. Es ist halt selten, dass wir hier den Kreaturen begegnen, aber theoretisch könnten wir hier die Chance haben. Deshalb gehen wir einfach mal ein bisschen weiter rein. Unterirdisches Relikt. Haben wir hier sonst nichts, was wir noch scannen können? Hier ist ein... Ist das Wasser? Ah, ne. Okay, aber der Mond ist schon ziemlich cool, ehrlicherweise. Wirbelwürfel nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob ich sie nochmal brauche, aber just in case. Vor allen Dingen ist schon cool, dass man hier so eine Höhle unter der Erde hat, wo es auch einfach so eine Grasfläche gibt, die am Leuchten ist. Das mag ich ja sehr, sehr doll. Ist aber ansonsten anscheinend nichts. Ne? Doch nur eine kleine Höhle. Dann graben wir uns doch mal raus. Können wir hier auch mal so ein paar Wegpunkte kartieren. Brauchen wir ja eh noch ein paar. Da ist nichts. Ah, hier ist was. Ein paar Naniten. Und da nehmen wir auf jeden Fall das Technologiemodul noch einmal eben mit.
Actually, der Mond wäre halt auch was für eine Community Base. Da bin ich ja auf dem normalen Spielstand gerade auf der Suche nach. Oh, hier ist noch eine Höhle. Gucken wir doch mal. Okay, die scheint aber nicht so groß zu sein. Und hat nur ein paar gefährliche Flora dabei. Die man aber leider nicht einscannen kann. Aber hier haben wir wieder geborgene Daten, was schon mal sehr gut ist. Es wäre halt am besten, wenn wir so eine Wasserfläche finden würden. Hier die Navigationsdaten, die nehme ich aber auch nochmal eben mit. Wenn wir die schon for free haben. Die werden, by the way, auch immer so auf den Scanner ersichtlich. Uralte Datenstruktur steht dann immer. Das sind dann halt immer diese roten Würfel. Sind am Anfang halt mal ganz nett und kann man tendenziell eigentlich immer mal mitnehmen. Ist jetzt aber nicht so, dass das was Weltbewegendes ist. Zwei Pflanzen fehlen uns noch um 5 Mineralien. Ich befürchte, ich muss einfach mal auf die andere Seite des Mondes. Ich glaube, das machen wir auch mal eben. Fliegen wir mal eben mit der Zitronenrolle hier einmal eben rum. Also das ist genau die entgegengesetzte Seite. Dann gucken wir mal, was hier für Gebilde sind. Ich priorisiere jetzt mal die braunen Flecken hier. In der Hoffnung, dass wir da auch nochmal eine Höhle haben. Dann können wir hier bei dem Gebiet nochmal landen. Den aktivieren wir doch auch nochmal eben fix. Gut. Hier hatte ich alles soweit gescannt, ne? Wenn ich nach unten gucke, sehe ich auch keinen Marker. Das heißt, hier direkt unter mir ist eigentlich auch keine große Höhle. Hallo, Wieken Fenrich, wie heißt er? Aidiak, erbärmlich, Eindringer lassen, Krieger mit Anlage, Sicherheit, Meldung, tot, tot, tot. Ah ja, er wollte allein gelassen werden. Yes, okay.
So, was haben wir denn hier? Hier ist dann die 4 jetzt an dritter Stelle. Und dann müsste die 9 danach kommen. Jetzt die Frage 4, 9, also eher 2, 1. Okay. Leider anderer Planet. Nanitaufen nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Und nochmal eben unseren Pilger her. Ach, hier ist nur ein Vieh nach unten gelaufen. Dammit. Ich dachte schon, jetzt habe ich das Vieh gefunden. Hier ist nichts, ne? Könnten wir auf gut Glück einmal einfach mal einen Tunnel graben. Ah, okay. So viel dazu. Das ist schon die unterste Ecke. Dann schauen wir doch mal, wo wir hinkommen, wenn wir hier mal gerade graben. Vielleicht finden wir was Schönes. Sieht aber ehrlicherweise leider schlecht aus. Eher wenig erfolgsversprechend aus. Also hier gibt es auf diesem Mond keine zusammenhängende Höhlen. Müssen wir einmal bitte raus. Es ist so gut mit diesem Frachtermodul, dass ich überall die Exo-Fahrzeuge holen kann, ne? Das macht so viel angenehmer. Hier ist noch nichts. Gucken wir mal hier in der bergigen Region. Hier ist auf jeden Fall was. Aua. Da können wir nichts scannen. Hier geht's auch nicht weiter. Also es ist leider auch nur so ein Loch. Gibt's doch gar nicht. Hier gibt's eigentlich super viel Zeug.
Aber zum Scannen eher wenig. Vor allen Dingen, ich habe ja schon quasi gecheatet und die Natriumpflanzen und die aggressiven Pflanzen schon mitgenommen. Die Sauerstoffpflanzen auch. Ist halt auch ein bisschen komisch, dass man die auf jedem Planeten nochmal neu scannen kann. Das nehme ich auch nochmal eben mit. Es gibt hier keine großen Höhlen. Ich nehme ich nochmal mit. Es ist ein unterirdisches Relikt. Kommen wir hier mit dahin? Aus. Ist zumindest. Mir war gerade so, als ob da was laufen würde, aber es waren nur die Blasen. Ja, komm. Ich sammle dich einfach auf. Hier haben wir jetzt noch ein paar Wirbelwürfel. Ich kriege hier aber auch keine Anzeige. Hier irgendwo ein anderes Vieh rumläuft, ne? Die Suche nach der letzten Kreatur beginnt. Immer das Gleiche. Ich bräuchte mal eine richtig gute Höhle irgendwo. Oh, hier ist aber auch noch was Gutes. Natrium- und Sauerstoffpflanzen, mehrere auf der Ecke. Natürlich sehr angenehm. Hatte ich die eigentlich schon? Guck mal. Sehr gut. Das lohnt sich ja dann wieder richtig hier. Solche Felder sind auf jeden Fall immer sehr willkommen, muss man sagen. Die geben einen unheimlich viele Ressourcen. Und das selbst hier in dem Run, wo ich weniger Ressourcen generell bekomme. Da ist ein unbekanntes Grab, da können wir einmal hin. Vielleicht ist da noch was Special. Hallo, hallo.
So, die Glyphe nehmen wir mit. Erinnerungsfragment können wir auf jeden Fall auf der Weltraumanomalie nutzen. Aber wäre halt schon mal cool, wenn wir mal wieder ein bisschen Luck hätten. Und hier einfach das letzte Vieh einmal ja bekommen. Na, was kriegen wir? Noch ein paar Naniten. Vergrabene Technologiemodule. Nehmen wir doch mal mit. Ist hier zufällig auch noch eine Höhle? Ah, Tatsache. Empfindungsfähige Pflanze. Machen wir uns da mal hin. Komm, gib mir einen roten Punkt, gib mir noch eine Kreatur, die hier irgendwo rumlungert. Kann nicht wahr sein. Also jetzt muss ich aufpassen, dass ich die nicht aus Versehen hier mit erwische. Wenn wir hier uns hier durchbuddeln. Achso, Eiweißperlen. Ist vielleicht ein Vieh hier, was die Eiweißperlen isst? Nö, ne? One try. Die kann ich auch leider nicht scannen. Ein bisschen schade, aber leider nicht zu vermeiden. Der Scanner bildet auch die ganze Zeit kein Vieh ab, ne? Ich habe ja die Hoffnung, dass ich irgendwo zufällig einen roten Punkt sehe. Und dann kann ich mich einfach hinbuddeln. Ich glaube, da muss ich einfach noch weiter. Frage ist halt, ob es Sinn machen würde, primär mit dem Raumschiff noch ein bisschen rumzufliegen. Hier ist noch mal eine Schlucht, wenn ich das richtig sehe. Hier können wir es noch mal tryen. Hier sehen wir nichts, ne? Wasserareal gibt es hier anscheinend nicht. Was ein bisschen doof ist.
Na komm, gib mir die Freiheit. Ich glaube, wir machen das nochmal und fliegen nochmal ein bisschen mit dem Entdecker rum. Dann haben wir vielleicht Luck. Gucken uns den Planeten nochmal eben von oben einmal an. Beziehungsweise dem Mond. Ist das nur, eine Wolke, oder? Ja. Es ist nur eine Wolke. Eigentlich habe ich nichts Illegales dabei. Nee. Passt. In der Nähe von den Sterndoren könnten wir auch nochmal gucken, ja. Ich glaube, ich gucke hier aber erst nochmal. Oh, da ist eine Wächtersäule, ne? Ah, Tatsache. Machen wir nochmal eben die Wächtersäule hier platt. Die beiden haben wir schon eingescannt. Ah, Pflanzen sind wir voll. Wir brauchen nur noch Mineralien und halt die eine Kreatur. Es sind noch doppelte Mineralien da, echt? Okay, das ist krass. Ah, da ist aber nichts. Oh, da ist ein roter Punkt. 100. Sehr gut. Alle Kreaturen entdeckt. Das ist doch wunderbar. Vor allen Dingen, der hat sich anscheinend gerade noch nach oben gebuddelt. Für dich hole ich mir gerade nochmal einmal den Minotaurus rein. Hat ich die KI aktiviert oder nicht? Machen wir eben mal die Säulen kaputt. Ach, guck mal, ein Raubtier. So, wo ist denn hier?
Wächtereinheiten deaktivieren, bitte. A-Klasse Exotic. Nehmen wir mal kostenlos mit dabei. Bringt uns aber ja leider nicht viel. Aber ich kann mir gerade echt nicht vorstellen, wo diese ganzen anderen Mineralien noch sind, ne? Okay, hier ist noch einer. Aber dann sind wir bei 9 von 16. Bei 10 von 16, aber das reicht halt auch bei weitem nicht. Im Untergrund haben wir, glaube ich, alle durchgescannt. Da haben wir auch alle. Gucken wir einmal kurz, Planeten entdeckt. Flora entdeckt haben wir schon mal weit. Aber wo war das denn? War das bei den Korvax generell? Nee. Den Gig waren auch nur das. Wo war das denn bei? Huh. Ach hier, Ökosysteme kartiert. Da fehlt mir halt noch der Rest. Aber das mache ich, glaube ich, separat noch einmal eben. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dann geht's nochmal ein bisschen weiter in den Weltraum. Bis denn und ciao!